Hallo und herzlich willkommen zurück bei FIFA 22 in der Managerkarriere mit dem FC Hansa Rostock. Heute ein kleines Topspiel, würde ich schon fast sagen. Rostock, das sind wir auf der 9 gegen Hertha BSC auf der 4. Mit einem Sieg könnten wir, glaube ich, wirklich auf die internationalen Plätze springen. Ob es uns gelingt, müssen wir schauen. Fakt ist, Aydin wollte von Beginn an ran heute. Das erlauben wir ihm. Und wenn es nicht funktioniert, wechseln wir ihn sofort wieder aus. Ich gucke mal parallel, was das letzte Spiel gegen die Hertha genau aussagte. Oder was da genau bei rauskam. Kann dabei erzählen, dass das letzte Spiel gegen Nürnberg in der Bundesliga, also das letzte Bundesligaspiel, war gegen Nürnberg. Und das konnten wir mit 3:1 gewinnen. So, wo haben wir denn hier die Hertha? Union Berlin? Was? Nee. Ich habe hier Union Berlin vor mir stehen, aber nicht die Hertha. Dortmund, Hoffenheim, Wolfsburg, Marseille, Bielefeld. Ich muss aber die Hertha auf jeden Fall mit auf dem Zettel irgendwo haben. Ach da, 4:3 gewonnen. 4:3 Sieg. Sprich, wir haben einen kleinen Vorteil. Und Stefan Jovetic wird am Ende der Saison aufhören. Krass. Den habe ich noch gar nicht so alt im Kopf. Ich meine, klar, jetzt sind es drei, vier Jahre weiter. Aber hätte ich jetzt trotzdem nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber gut, Hertha dann zu Gast bei Rostock. Und wir beginnen mit Mason Webster, der auf Wiggins spielt. Aber so ein typisches Nordwetter jetzt hier gerade. Jetzt, wo kein Schnee mehr liegt, kommt auf einmal der starke Regen, der den Platz, man sieht es auch, wenn der Ball rollt, der den Platz ziemlich durchnässt. Brian. Tonali auf Brian. Legt ihn nochmal zurück. Löwen und Kouame. Wertmüller. Sehr gut. Und brav versucht da Wigge zu schicken. Gelingt ihm auch. Der zieht nach innen. Und dann gutes Spiel hier für... Verdammt. Gutes Spiel für Hugewerf. Und Christensen im Tor. Mit der Parade, die wir jetzt nicht sehen, weil Brian im Weg steht. So, brav mit der Ecke. Und Lavia aus der zweiten Reihe. Nochmal aus der zweiten Reihe. Kommt aber nicht bis zum Tor durch. In beiden Fällen. Tonali. Löwen. Ndika. Kouame. Ja, gut gespielt. Wertmüller. Und Lautaro Spatz dazwischen. Batista Meier. Lässt sich da überhaupt nicht beirren, aber Tonali verteidigt es gut. Ich dachte, der kommt auf Batista Meier zu, deswegen könnte man dann dran vorbeigehen. Nee, macht er einfach nicht. Aber wir haben trotzdem die Möglichkeit. Nicht mehr. Löwen und Brian spielen da gut zusammen. Und brav ist im Fokus. Ich wüsste jetzt gerne warum, ehrlich gesagt. So, Löwen. Kouame. Kouame. Löwen und Brian. Oh, Scheibenkleister. Brian trifft zum 1:0, 19. Minute. Und der war maximal unglücklich, sagen wir es so. Maximal unglücklich.
unbehauen noch dran, aber der kriegt einfach nicht genug die Hand hinter den Ball. Auch hier rutschig durch das Wetter, aber den muss man haben. So ein bisschen wie im DFB-Pokal, als Klatte der Ball durchgerutscht ist. Zum 1:2 aus der Sicht von Paderborn dann. Matthias Dammeier. Sehr gut von Wigget. Charlie Wigget. Gutes Spiel. Und ich glaube, Matthias Dammeier war zum letzten, oder war als letztes am Ball. Tonali lässt ihn aber auch nicht ins Auslaufen. Der rennt jetzt hier einmal quer durch. Quer durch, sag ich schon. Einmal die Linie runter. Brian. Kouame. Und da ist wieder Tonali. Ja, hängen geblieben an Aydin. Sehr schön. Chamberlain. Und Lavia dazwischen. Batista Meyer. Jetzt für Jaden Brav. Und Jaden Brav macht das 1:1. Spieler im Fokus. Jetzt verstehe ich warum. Wie der die Ruhe bewahren kann in so einem Tempo, ist es der Wahnsinn. Zieht genau auf Christensen zu und überlupft den fast noch, ne? Guck nochmal drauf. Ja. Spielt einfach an Christensen vorbei, als der sich zur Parade hinwirft. Und nach einer knappen halben Stunde steht es 1:1. Batista Meyer sofort wieder mit dem Ballgewinn. Nachlässig gemacht. Und Webster verliert den Ball. Schade. Oh, Aydin hat gelb gesehen. Wird also kein langer Auftritt heute. Keine 90 Minuten für ihn. Einfach, weil ich auf Nummer sicher gehen möchte. Chamberlain. Oxlade-Chamberlain. Und Onyango dazwischen. Hugewerf. Sehr gutes Zuspiel für Brav. Und der wird zu Fall gebracht. Der wird zu Fall gebracht. Es wird eine Karte geben. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es hier nur bei einer Unterhaltung bleibt. Aber das ist gelb. Gelb für Andersen. Und wenn ihr mich fragt, hat der da noch Glück? Der Ball ist schon lange weg und er zieht nochmal nach. Ach, schade. Tonali. Wertmüller. Ja, Chance komplett liegen lassen einfach. Und der ist bei Unbehauen, der sich ein bisschen Zeit lässt, den Ball dann auch noch aufnimmt. Und wir vergeigen es wieder komplett, Kouame. Aber Unbehauen zur Stelle. Warum mache ich das? Löwen. Wertmüller gegen Wigget und Kouame, 2:1. Den nehme ich komplett auf meine Kappe, weil ich so bescheuert spiele. Ja, ich brauche keine Kameradrehung jetzt. Kouame, drittes Spiel, zweites Tor. Alles klar. Lavia. Webster. Und da ist noch einer dazwischen. Da hält tatsächlich noch einer in das Bein rein. Und es war Endika. Um genau zu sein. Kouame. Guter Ball für Brian. Tonali. Nochmal Brian.
Löwen und dann sehr gut gespielt von Vandenberg. Es gibt auch den Abstoß, der aber auch wahrscheinlich jetzt für den Abpfiff sorgen wird. Oder auch nicht? Doch. Da malt man sich gerade aus, ja, wenn Webster den jetzt noch erwischt, hätten wir eine Chance und dann pfeift er ab. So, 4 Parallelspiele, Nürnberg, Union Berlin 0:1, Frankfurt, Köln 0:0, Mainz gegen Hoffenheim 1:0 und Leverkusen gegen Fürth 2:1, Stuttgart, Augsburg später noch. Ich glaube, jetzt könnten wir Pascozzi reinbringen. Wie gesagt, mir ist das mit der gelben Karte für Aydin ein bisschen zu heiß. Ansonsten würde ich es erstmal so belassen. Also Doppelwechsel zur Halbzeit finde ich immer ein bisschen schwierig, auch wenn ich es schon öfter mal gemacht habe, aber wenn ich darauf verzichten kann, mache ich es gerne. Löwen. Löwen gegen Lautaro Spatz und es gibt den Einwurf für die Hertha, die übrigens nicht gewechselt hat. Dika. Tonali, der steht im Abseits. Der darf unbehauen da ruhig wegtreten. Keine gute Idee, verdammt. Ja. 3:1 durch Löwen. Stimmt, der haut die ja beim Freistoß nicht so weit nach vorne wie beim Abstoß. Oh, ist das dumm. Ja, aber klasse runtergespielt, Löwen mit dem 3:1. Brav. Ah, schade. Da hat der Verteidiger einmal gezuckt. Und ich dachte so, ja, jetzt komme ich dran vorbei. Und dann zuckt er genau in die falsche Richtung. Löwen wird aufgehalten von Onyango. Nicht ganz fair, sagt der Schiri, deswegen gibt es hier Vorteil. Kouame an die Latte. Und dann locker runtergespielt, locker zurückgespielt für Unbehauen. Und jetzt mal schauen. Hugo Werf. Onyango. Muss den Ball irgendwie festmachen und spielt ihn in die Füße von Oxlade Chamberlain. Dem Feind, würde ich ja schon fast sagen. Ex-Liverpooler und Ex-Everton-Spieler. Brian. Onyango. Batista Meyer. Webster und Onyango. Versucht's hier. Und vergisst abzuschließen. Oh, schade. Wenn der Ball da besser abprallt von ihm oder härter abprallt, dann haben wir aber ein schönes erstes Saisontor. Batista Meyer. Über Onyango dann gespielt auf Dylan Hugewerf. 2:3. Nimm den Ball mit, Junge. Oder auch nicht. Vielleicht auch 62. Minute. Das 2:3. Und eine Torvorlage für Tyler Onyango. Darf man ja auch nicht unterschlagen. Okay, die Hertha hat nach eigenem Anstoß irgendwie echt Probleme, den Ball erstmal zu halten für die ersten paar Sekunden. Da wird es immer ein bisschen hektisch. Brian. Brian. Endika und unbehauen. Ach komm schon. Löwen. Zweck damit. Batista
Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Wirklich, die Bälle immer genau in die Füße spielen. Das ist nicht euer Ernst. Kouame. Immer noch Kouame. Versucht es selber. Und natürlich macht er das 4-2. Alter, was war das denn? Aus dem Winkel schafft er es doch noch irgendwie, das Tor zu machen. So, Wertmüller geht jetzt runter und dafür kommt... Der kommt mir bekannt vor, aber ich habe gerade keinen Namen dazu. Duomo. Brav. Immer noch brav, verliert den Ball gegen Anderson. Gakpo ist es, alles klar. Kouame. Ballverlust. Duomo. Pierre Duomo. Wartet einfach zu lange mit dem Abschluss. Zu 4 gegen die Hertha. Das ist nicht gut gerade. Wie gesagt, das Hinspiel haben wir mit 4-3 gewinnen können. Aber für 2 Tore, ehrlich gesagt, brauchen wir noch ein Wunder. Webster. Eieiei, schön gemacht. Schön geklärt. Und die Hertha wird nochmal wechseln. Macias für Kouame, den Doppeltorschützen heute. Chamberlain. Gakpo. Und der Ball landet nicht im Aus. Wieso habe ich da so eine Rechtsstrahl drin gesehen, als der da losgeflogen ist? Das ist nicht euer Ernst. Da ist jetzt kein... Da ist jetzt kein Kreuz bei... Bei Onyango dran. Der eh schon einen verletzten Spieler ersetzt. Lattentreffer hier. Da ist ein Kreuz dran. Leute, das ist nicht euer Ernst. Hugewerf. Aber es sieht so aus, als wenn er sich die Verletzung rausläuft. Onyango, schön gespielt. Duomo kommt nicht mehr ran. Das X geht nicht weg. Das Kreuz geht nicht weg. Hoffen wir mal auf nichts allzu Schlimmes. 2-4 Niederlage. Hat nicht so gut funktioniert heute. Sah ganz gut aus, aber dann dieses 2-1 kurz vor der Pause und kurz nach der Pause das 3-1. Die haben uns echt die Füße unter Boden wegge... Den Boden unter den Füßen weggezogen. Nicht andersrum. Das wäre komisch. So, mal gucken. Vielleicht wird im Interview jetzt schon was zur Verletzung gesagt. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Yes. Wenn man sich anschaut, wie gut Hertha... besetzt ist, war klar, dass das schwer wird. Wie sehen Sie diese Leistung? Hertha war großartig, oder? Wir wussten, dass es heute schwer wird und ohne Glück geht gegen diesen Gegner wenig. Vor allem, wenn sie in Bestform spielen. Da hast du kaum eine Chance. Das zweite Spiel gegen Hertha ist nicht so gelaufen, wie sie es sich erhofft hatten. Was ist schiefgelaufen? Wir haben verloren. Wir haben verloren. Genau, danke. Aber die Mannschaft hat alles gegeben und nur das zählt. In der zweiten Hälfte hofften sie sicher auf die Wende, aber am Ende steht dann eben diese doch deutliche Niederlage. Finde ich jetzt nicht, dass es deutlich ist, aber...
Bis zum Tor von Hertha hatten wir das Spiel im Griff. Wir hätten mehr verdient gehabt und normalerweise läuft so ein Spiel auch anders. Okay, also keine Aussagen zu irgendwelchen Verletzungen. Und auch keine Meldung, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Das ist schon mal sehr gut. Ich danke Ihnen, Boss, dass ich gegen Hertha spielen durfte. Auch wenn meine Leistung nur mäßig war und du eine gelbe Karte kassiert hast. Deine letzten Leistungen waren gut, aber es war klar, dass irgendwann auch mal ein Rückschlag kommt. Erhol dich davon und nimm's nicht zu schwer. So, und schon ist Herr Aydin einfach komplett glücklich gestellt. Jetzt kann er dann wieder 3 Wochen nicht spielen. Ja, 16. Finale. Ne, gar nicht, die Zwischenrunde ist es, ne? Genau, Entschuldigung. Die Zwischenrunde gegen ZSKA Moskau. Nachdem ja eigentlich die ganzen russischen Vereine rausgenommen wurden, aber in diesem Safe sind sie alle noch drin. Ja, vielleicht gibt's auch einen Absturz, sobald ich das Spiel starte. Keine Ahnung. Wir sehen es auf jeden Fall beim nächsten Mal. Wenn es dann in die Europa League geht und ja, die ersten Grundsteine gelegt werden können für ein eventuelles Auftreten im 16. Finale. Wir gucken nochmal gerade. Onyango sieht gesund aus. Das ist top. Und ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.